Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig. Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und ist schief gegangen. Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück. Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben. UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts? Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe zu Verschwörungsnarrativen und Faschismus. In der vierten Staffel, Abzocke, sprechen wir über Macht und Geld. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. 20 ErstklässlerInnen, 6 MitarbeiterInnen sowie seine 52-jährige Mutter. Das war die grauenhafte Bilanz des Amoklaufs in der Sandy Hook Grundschule in der Kleinstadt Newtown in Connecticut im Dezember 2012. Obama, der damalige Präsident, konnte wie viele andere seine Tränen nicht zurückhalten. Auch 3 Jahre später nicht, als er während einer Rede zu Waffengewalt mit der Fassung ringt und sagt: Jedes Mal, wenn ich an diese Kinder denke, macht es mich wütend. Als er danach AmtsträgerInnen und die Zivilgesellschaft aufruft, sich für striktere Waffengesetze einzusetzen, klingt er erschöpft, machtlos, hoffnungslos. Die Zahlen kennen wir und sie geben ihm recht. Ob bei Suizid oder Mord, die Opferzahlen steigen fast jedes Jahr. 2021 waren es fast 49.000. Alleine 2022 gab es fast 650 Amokläufe. Und trotz breiter, parteiübergreifender Unterstützung in der Bevölkerung sind signifikante Veränderungen der Waffengesetze nicht in Sicht. Alex Jones kämpft nicht mit den Dritten. Stattdessen kämpft er mit den Eltern der ermordeten Kinder vor Gericht. Wieder und wieder hat er öffentlich behauptet, dass Sandy Hook eine Lüge sei, die Kinder nicht existent und die Eltern nur KrisenschauspielerInnen. Dies führte unter anderem dazu, dass jemand das Grab eines der ermordeten Kinder schändete. Ein weiterer Jones-Anhänger drohte damit, den Leichnam eines ermordeten Kindes wieder auszugraben. Eltern wurden Bilder ihrer toten Kinder geschickt und diese Belästigungen gingen über mehrere Jahre. Jones hat in seinem Leben schon viel behauptet. Den Krieg gegen Weihnachten, Pizzagate, QAnon, Michelle Obama ist ein Mann. Obama hat keinen amerikanischen Pass. Obama und Hillary Clinton sind Dämonen. Klimawandel ist fake. Eidechsenmenschen leben unter uns und vieles, vieles mehr. Seine Lügen über Sandy Hook aber werden teuer. Das Gericht verdonnert ihn zu Schadenersatzzahlungen in Milliardenhöhe. Jones findet das laut eigener Aussage urkomisch und plant, in Berufung zu gehen, wenn nötig, jahrelang. Gleichzeitig parkt er sein Geld bei Freundeskreis und Familie und an seinem Handgelenk baumelt nach wie vor die ein oder andere Rolex aus seiner Sammlung. Geld verprassen konnte er schon immer und daran hat sich auch nichts geändert, nachdem er 2022 Konkurs anmeldete, um den Schadensersatzzahlungen zu entgehen. Denn diese Pleitemasche ist für ihn nicht neu. Schon seit Jahren ist sein Kanal Infowars nicht nur eine Schleuder für Verschwörungsnarrative, sondern vor allem eine Cash-Cow. Neben den Werbeeinnahmen generiert Infowars Geld, weil Jones dort die Nahrungsergänzungsmittel, Potenzpulver, Brainforce-Pillen und extra männliche Feuchtigkeitstücher anpreist, die er in seinem Online-Shop völlig überteuert vertickt, immer mit der Warnung an sein Publikum: Wenn ihr mir nicht den Laden leer kauft, dann gehen bald die Lichter im Studio aus und dann hat der tiefe Staat gewonnen. Selbst im Zeugenstand konnte er es nicht lassen, seine Produkte vor den Eltern der ermordeten Kinder von Sandy Hook anzupreisen. Das Sorgerecht für seine eigenen Kinder hat Jones derweil schon vor mehreren Jahren verloren. Selbst die Behauptung, dass sein manisches Verhalten auf Infowars nur Performance-Kunst sei, hat den damaligen Richter nicht umgestimmt. Und das Spiel geht weiter. Das Twitter-Konto von Jones wurde im September 2018 gesperrt, damals mit ca. 900.000 Followern.
Diese hatte er sich über 8 Jahre hinweg hart erarbeitet. Nachdem er Ende 2023 wieder von Musk entsperrt wurde, hat sich diese Zahl in nur 3 Tagen fast verdoppelt, auf 1,7 Millionen. Alex Jones ist ja ein ziemlich spezieller und sehr unangenehmer Charakter unter so Leuten, die Verschwörungsnarrative verbreiten, einfach weil er fast kein Narrativ auslässt und weil er in seiner Sendung auch immer so frei dreht, also mit hochrotem Kopf rumbrüllt. Bei Demos ist er meist mit einem Megafon unterwegs und er ist ja auch sonst recht laut und emotional. Dieses Rage Out, das ist wirklich seine Marke und das haben ja auch andere erfolgreich von ihm kopiert. Das heißt, es gibt nach wie vor einen Markt dafür. David Icke ist ja schon seit den 90er Jahren im Business. Der ist vor allem für sein Eidechsen-Menschenzeug und seinen Antisemitismus bekannt. Und auch Jerome Kursi ist ja schon seit mehr als 20 Jahren dabei. Der ist vor allem für seine Bücher über John Kerry und Obama bekannt geworden. Aber beide sind so alte Herren und vor allem ganz schöne Schnarchnasen im Vergleich zu Jones. Jones wurde schon als Teenager durch ein Buch Non-Dare-Call-It Conspiracy von Gary Allen von der John Birch-Gesellschaft radikalisiert, auf die wir in einer späteren Folge nochmal zurückkommen werden. Die Belagerung und das anschließende Feuer in Waco, bei dem dann ja auch 86 Menschen starben, das hatte ebenfalls einen großen Einfluss auf ihn. Und zwar so massiv, dass er Waco 1998, also 5 Jahre nach der Belagerung und dem Feuer, wieder aufbauen wollte. Und bei seinem ersten Radioprogramm Mitte der 90er rief da noch öfters mal William Cooper an, über den wir in der 6. Folge der 1. Staffel kurz gesprochen haben. Der war so Ufologe, hatte sehr viel über Aliens zu sagen, hatte laut Bakun vermutlich auch Kontakt zu Timothy McVeigh, der dann ja als Rache für Waco 1994 das FBI-Gebäude in Oklahoma City in die Luft gesprengt und mindestens 168 Menschen ermordet hat. Das heißt, dieser ganze Vibe der 90er Jahre, das Verschmelzen der Militias und der Leute, die an Aliens und Reptiloide glauben und das ganze Zusammenwachsen dieser militanten Rechten in die Hunderte von Militias, die wir heute kennen und die teilweise auch international verbreitet sind, zum Beispiel die Atomwaffendivision, dieses kultische Milieu, das ja auch Bakun und Belu beschreiben, da kommt Jones ursprünglich her. Das heißt, auch wenn er seinen ganzen Plunder loswerden muss, wäre es falsch zu sagen, dass es alles nur Show ist. Alex Jones kann von der Kabale ebenso wenig lassen wie von dem Geld anderer Leute. Ja, der Krieg gegen Weihnachten, den ich anfangs ihm zugeschrieben habe, war das nicht eigentlich eine Story von Bill O'Reilly von Fox News? Stimmt, das hat er von O'Reilly geklaut, beziehungsweise von der AFA, also der American Family Association. Und dann hat er so ein bisschen sein eigenes Ding draus gemacht. Also er behauptet, genauso wie O'Reilly und die AFA, dass angeblich christliche Bezüge von Weihnachten aus der Gesellschaft getilgt werden sollen, um uns alle durch die Hintertür zu säkularisieren. Und hinter dieser sozialen Seuche des Atheismus steckt natürlich die Kabale, die Jones unter anderem als ein orthodoxes, zentralisiertes System des neuen faschistischen linken Westens bezeichnet, das mit dem kommunistisch-sozialistischen System des Islam verschmilzt. Was auch immer das heißen mag. Also Jones macht sehr viel Gischgelob, was wir in der letzten Staffel schon bei Jordan Peterson kennengelernt haben. Aber seine Version ist quasi Gischgelob auf Crack. Der YouTuber Harris Bruce hat sich recht ausführlich mit diesem speziellen Narrativ beschäftigt. Und gerade diese wahnhafte und hochemotionale Interpretation von Jones vergleicht er mit diesem Nigeria-Scam. Also wenn Leute E-Mails bekommen, in denen dann ein angeblicher Prinz aus Nigeria sagt, hey, ich bekomme demnächst ganz viel Geld, aber ich komme gerade noch nicht ran. Und wenn du mir ein bisschen Geld leihst, dann bekommst du später ein Vielfaches von mir wieder. Im Deutschen nennt man das auch Vorschussbetrug, aber im Englischen ist es vor allem unter diesem Begriff Nigeria-Scam bekannt. Und es gab eine Studie dazu, die erläutert, dass Leute, die diese Abzocke betreiben, immer noch von einem Prinzen aus Nigeria reden, selbst wenn das Land Nigeria inzwischen oftmals mit dieser speziellen Form von Abzocke assoziiert wird. Und diese Studie fragt quasi nach, warum die nicht einfach ein anderes Land benutzen, um nicht sofort aufzufliegen. Und sie erklären das damit, dass dies bewusst eingesetzt wird, damit die potenzielle Opfergruppe sich quasi selber durchfiltert. Das heißt, die Leute, die bei einer E-Mail von einem Prinzen aus Nigeria nicht misstrauisch werden, die fallen dann auch auf den Rest der Abzocke rein. Und die anderen sind eh nicht die Zielgruppe. Und ein ähnliches Phänomen beschreibt Bruce bei dem Spektakel von Alex Jones. Also wer von dem herumbrüllenden Verrückten nicht abgeschreckt wird, der ist in der gewünschten Zielgruppe für den Infowar-Online-Shop. Bei dieser schrecklichen Geschichte mit der Negierung des Amoklaufs hat sich Jones ja
ziemlich auf die Nase gelegt. Für seine andere Narrative wurde er hingegen nicht für Milliardenbeträge verklagt. Wo ist da jetzt genau der Unterschied? Bruce merkt in seinem Video auch sehr richtig an, dass Jones seitdem auf dem Fall auch dazugelernt hat und sich nicht mehr zu sehr mit der Realität verhakelt. Das heißt, abstrakte Feinde sind immer besser. Denn das faschistische, linke, westliche, kommunistisch-sozialistische System des Islam, das er da fabuliert, das verklagt halt einen nicht, weil es das nicht gibt. Ähnlich wie in rechten Diskursen wird in Verschwörungsnarrativen oft in Codes gesprochen. Das heißt, der Feind ist immer recht diffus und nie wirklich fassbar. Das dient einerseits der Verschleierung, die man dann, wenn die Grenzen des Sagbaren weit genug verschoben sind, auch wieder aufheben kann. Das sieht man zum Beispiel in den letzten Monaten unter anderem in der immer weiter entgleisenden und inzwischen offen faschistischen Rhetorik von Trump, aber auch bei vielen anderen. Natalie Wynn zeigt in einem ihrer Videos sehr gut, wie in diesen Abstraktionen eine Opfer-Täter-Umkehr oft schon thematisch angelegt ist. Das heißt, man redet nicht über konkrete queere Personen oder People of Color, sondern über so schwammige Konzepte wie Genderwahn oder Frühsexualisierung, Identitätspolitik oder Multikulti, gegen die man quasi in Notwehr handelt, um die Familie oder den Westen oder das Abendland, die Aufklärung oder gar die Zivilisation zu verteidigen. Also so hegemoniale Ideale gehen ja immer mit einem eigenen Mythos der Überlegenheit einher. In diesem Mythos ist zum Beispiel das Weißsein, das Cissein, das Heterosein und so weiter zur Norm geworden, eben weil sie angeblich überlegen ist. In Wirklichkeit hat die hegemoniale Gruppe die Marginalisierten ja dann doch meistens mit Gewalt unterworfen, um eben diese Überlegenheit zu erlangen. Die Interaktion dieser vermeintlich überlegenen Gruppe mit der normverletzenden, marginalisierten Gruppe ist meiner Meinung nach immer sehr bezeichnend. Denn daran sieht man sehr deutlich diese Unfähigkeit, andere Menschen einfach in Frieden existieren zu lassen. Stattdessen wird die normverletzende Gruppe als Bedrohung angesehen, gegen die sich die hegemoniale Gruppe mit allen Mitteln, einschließlich Gewalt, verteidigen muss. Und diese Idee der Notwehr spannt sich über das gesamte Spektrum der Radikalisierung. Also selbst Attentäter behaupten in ihren Manifesten wiederholt, sich nur gegen eine übermächtige Gesellschaft wehren zu müssen, von der sie so viel Leid und Kränkung dann auch erfahren haben. Und genauso legitimieren zum Beispiel akzelerationistische Gruppen, also Militias wie die schon erwähnte AWD, ihre geplanten und durchgeführten Gewaltexzesse. Es ist so eine Art freudsche Projektion. Also der Gesellschaftszusammenbruch, den Akzelerationisten erklärtermaßen mit einem Hard Reset selbst anstreben, wird von ihnen zum Beispiel gleichzeitig als kurz bevorstehend dargestellt und ihren politischen GegnerInnen als Great Reset zugeordnet. Das heißt, ihr zweiter Umsturz gilt für sie daher nicht mehr destruktiv, sondern restaurativ, da aus den Ruinen der zerbrochenen Gesellschaft die alte Ordnung wiederhergestellt werden soll. Ja, aber auch wenn Jones unter anderem durch Waco radikalisiert wurde, ist er ja noch kein aktiver Akzelerationist. Also er geht ja nicht direkt los und sprengt irgendwas in die Luft oder greift irgendwelche Leute an. Nein, er geht nicht selber los, aber stochastischer Terrorismus ist auf jeden Fall Teil seines Repertoires. Das heißt, er lässt losgehen. Aber auch in Diskursen diesseits von Terrorismus oder Akzelerationismus werden durch diese Abstraktion, was bei Jones dann in einem Gischgelob aus Schlagwörtern so implodiert, werden politische Auseinandersetzungen als intellektuelle Debatten getarnt. Also dieses Rumjammern über Cancel Culture von so alten, reichen Typen in ausverkauften Hallen, was wir schon bei Peterson in der letzten Staffel gesehen haben, das ist ein essentieller Teil davon. Diese Narrative sind attraktiv für Leute, die sich hilflos fühlen, aber nicht notwendigerweise hilflos sind. Für Privilegierte, die nicht in der Lage sind, ihre gesellschaftliche Position zu reflektieren, kann sich die Gleichstellung anderer Gruppen wie Gewalt anfühlen. Und daher reden sie von Unterdrückung und Notwehr. Die heteronormative Männlichkeit, genauso wie Weißsein, gelten ja beide als überlegen. Sie scheinen jedoch gleichzeitig existenziell bedroht durch die bloße Existenz von Individuen, deren einziges Verbrechen ihre Andersartigkeit ist. Also diese Existenz der Andersartigkeit wird dann als ein neues, sich ausbreitendes Phänomen dargestellt, auch wenn es natürlich schon immer Teil der Gesellschaft war. Und die hegemoniale Gruppe strebt nach der Wiederherstellung eines imaginierten Normzustandes, den es so nie gab. Ist die Durchsetzung der Norm dadurch in Gefahr, dass Abweichungen existieren, dann fühlen sich Gruppen trotz ihrer Mehrheit, ihrer Macht und ihren Privilegien bedroht, denn die Normdurchsetzung ist die eigentliche Quelle ihrer Überlegenheit.
innerhalb dieser Ideologie ist ein friedliches Nebeneinander diverser Gruppen eigentlich gar nicht möglich, denn die Norm muss ja per Definition die einzige sein, nicht nur eine unter vielen. Simon Strick spricht in seinem Buch Rechte Kühle auch viel von dieser Opferhaltung der hegemonialen Gruppe, also dass sich zum Beispiel Weiße oder Männer so darstellen, als wären sie eine verfolgte, diskriminierte oder unterdrückte Minderheit. Das heißt, der reflexive Faschismus, wie Strick das nennt, der stellt weitgehend nicht unterdrückten Unterdrückungsgefühle zur Verfügung. Und er beschreibt diese Taktiken sehr ausführlich, mit denen solche Affektwellen erzeugt werden, also Gefühlshäufungen, die als Argumentationsersatz quasi funktionieren. Bei Jones haben wir eher winzig kleine, harmlose Situationen, zum Beispiel im Krieg gegen Weihnachten, die er dann aufbläst oder die er einfach erfindet. Strick beschreibt eher, wie Trolle versuchen, durch gezielte Provokationen solche Situationen überhaupt erst zu generieren. Aber was daraus erwächst, ist dann recht ähnlich. Also es gibt dort eine Art Scheinerfahrung, die sich laut Strick durch Verteilung, Feedback und Rekursionsschleifen verwahrheitet. Das heißt, man muss es einfach oft genug wiederholen, durch verschiedene Plattformen bouncen und danach wird daraus eine gelebte Erfahrung. Und diese wird dann verdichtet und bekommt ein theoretisches Gerüst, also eine Gegentheorie, und durch diese wird dann die ganze Welt neu betrachtet und interpretiert. Das ist dann für viele dieser Red Pill-Moment, also dieses Aufwachen aus dem Schlafschaf-Dasein. Aber er tritt laut Strick dezidiert anti-ideologisch auf, also als angeblich neutral oder als gesunder Menschenverstand. Es ähnelt ein wenig dem, was wir schon in der letzten Staffel bei dem sogenannten intellektuellen Dark Web gesehen haben oder bei TERFs, also dieses Norm als Wahrheit, aber immer eine unterdrückte Wahrheit, eine verfolgte oder bedrohte Wahrheit. Und die wird dann vertreten von den Einzigen, die in einer verrückt gewordenen Welt noch bei Verstand geblieben sind. Und hier kommt dann dieser revolutionäre Gestus auf. Das heißt, aus diesem verfolgten und oftmals auch weinerlichen, aber auf jeden Fall eher negativen, wird dann etwas Positives. Es kippt ins Kämpferische, ins Aufmüpfige, Widerständige, Rebellische. Die Leute feuern sich an. Es hat was Befreiendes, was Frohes und Lebendiges an sich. Das beschreibt dann Strick als die gute Laune, die den Wechsel von Unwohlsam zum Aktivismus beschleunigt, vom diffusen Gefühl zum politischen Projekt. An anderer Stelle schreibt er auch, eine Gefühlsgemeinschaft, die sich um die fixe Idee ihrer totalen Entrechtung gruppiert hat, nimmt sich den öffentlichen Raum, den Reichstag und das Kapitol, um ihre Souveränität auszuleben. Meine Freiheit matters. Also ich finde es ja schwierig, mir vorzustellen, dass Leute, die zum Beispiel denken, dass jedes Jahr 800.000 Kinder verschwinden, so gute Laune haben. Also mir gruselt's da ein wenig. Also was Strick beschreibt, ist, wie er selber sagt, nicht notwendigerweise ein klares Narrativ, wo Leute sehr tief drinstecken, sondern was er beschreibt, sind so amorphe Weltsichten, die sich aus vielen verschiedenen verwahrheiteten Gefühlshäufungen zusammensetzen können. Also auch zu verschiedenen Themen. Also zum Beispiel ein bisschen Rassismus, ein bisschen Transfeindlichkeit, ein bisschen Cancel Culture und so weiter. Und diese amorphen Weltsichten funktionieren laut Strick dann weniger als Verschwörungsnarrative, wie wir sie hier behandeln, sondern vielmehr als Gefühlsräume. Das heißt auch, dass dies nicht notwendigerweise nur auf die Leute zutrifft, die schon richtig tief in ein Narrativ eingestiegen sind, sondern es kann sich viel weiter über recht breite Teile der Bevölkerung ausstrecken. Und dieses Pseudorevolutionäre, dieser Duft von Freiheit, der da den Faschos so um die Nase weht, der funktioniert laut Frederick Jameson wie eine Art Marxismus des armen Mannes. Das heißt, es riecht nach Systemkritik, bietet aber statt Analyse und Vorschlägen nur ein Abrutschen in reines Leitmotiv und Content an. Strick sagt, dass die Gesten linker Kritik und deren emanzipativer Arbeiten übernommen werden, ohne die Inhalte zu registrieren. Also es ist so Revolte Kitsch. Also das, was wir bei Michael Flynn zum Beispiel sehen, als er den QAnon-Schwur der digitalen Soldaten abgelegt hat. Also es gibt viele Rituale und Codes, man muss in der Gemeinschaft aktiv sein, man muss posten und wenn der Zirkus dann in die Stadt kommt, sollte man nochmal hingehen. Also beim Reawakening oder bei so einer Trump-Rally und ansonsten halt Content konsumieren, produzieren, konsumieren, produzieren und dabei immer auf dieser Welle der Gefühle zu reiten. Ob nun so ein kathartisches Wutgetobe oder sich in den Armen liegen und heulen oder so uniformiert Krieg spielen oder so gemeinschaftlich Schenkel klopfen, die Schlafschafe verspotten, sich im Besserwissertun des stigmatisierenden Wissens ahlen oder
einfach nur die Ekstase der Wahrwerdung einer Prophezeiung beizuwohnen und damit Teil der Weltgeschichte werden zu dürfen. Alle Feels sind da vorhanden. Nicht nur dieser Angstkonsum, mit dem Alex Jones seine Rolex-Sammlung auf dem Laufenden hält, sondern halt auch Spaß, Spielfreude, Teil einer Gemeinschaft sein und darin wirkmächtig sein. Also Spuren hinterlassen in dieser unübersichtlichen, ignoranten Teflon-Welt. Das ist ein affektives, intimes Erlebnis laut Strick. Und diese Feels haben auch eine andere Zeitigkeit. Die sind viel kurzlebiger, als man denkt. Strick beschreibt, dass Memes, Tweets und diese Manifestos zum Beispiel viel schneller wirken und vergehen als ein Faktencheck, der dann ja auch den Hintergrund erläutert, alle Nuancen mitnehmen will, der diese Wahrheits-Sandwich-Technik macht, also erstmal die Wahrheit sagen, dann die Falschbehauptung und dann nochmal die Wahrheit hinten dran, damit das Ja auch niemand in den falschen Hals bekommt. Klar, kann man das alles so machen, ist sicherlich pädagogisch auch alles durchdacht und so, aber die Feels von Memes, die fängst du damit nicht ein, weil sie laut Strick zu einem völlig anderen Affektregister gehören. Memes zünden und affizieren, statt zu informieren und aufzuklären und gewinnen damit Bindungsenergie und Attraktivität. Faktenchecks sind richtig und wichtig, aber sie machen keine Feels. Sie berühren mich nicht. Sie erfüllen nicht meine emotionalen und spirituellen Bedürfnisse. Das heißt dann wohl, dass ich einfach alles monetarisieren kann, solange es diese Emotionswelten bedient? Also Strick impliziert, dass man nicht einfach alles gleich erfolgreich monetarisieren kann. Am besten eignen sich natürlich Inhalte, die einerseits sehr viel Aufmerksamkeit generieren, emotional aufgeladen sind und so. Also alles, was Narrative attraktiv macht. Aber ein wichtiger Faktor ist auch die Unendlichkeit durch Unbeweisbarkeit und Unwiderlegbarkeit. Also du willst nicht das monetarisieren, was zeitlich begrenzt ist, denn damit wirkst du dir unnötig früh den Geldfluss ab. Und Strick beschreibt auch etwas, was die Mainstream-Medien häufig nicht so gerne hören, wenn sie über QAnon berichten, nämlich dass auch kritische Medien, also Fernsehen, Zeitungen, Internet und auch Radio, immer schon Konsumprodukte waren und als solche ihren Platz im kapitalistischen Gefüge hatten. Er sagt, wenn durch Digitalisierung jede Konsumption in Prosumption wechselt, also in die Gleichzeitigkeit von Konsum und Produktion, und alle zu aktiven Informationsprosumentinnen werden, dann führen Bewegungen wie QAnon den kulturellen Kampf um diesen Platz auf den Märkten der Wahrheiten und Aufmerksamkeiten. Das heißt, wenn Leute im normalen Medienbetrieb sagen, if it bleeds, it leads, also wenn Blut fließt, dann kommt es auf die Titelseite, dann sind sie ja genauso in der Marktkonkurrenz gefangen wie irgendwelche alten Hasen unter den QAnon-Bakern, denen auf Terrorgram dann die Kundschaft wegläuft, weil die Neuzugänge auf diesem Markt mit ihrem Hitler-Kram und Reptilianern und so einfach den heißeren Scheiß anbieten. Und ich finde es hier auch nochmal wichtig zu betonen, dass Strick die Monetarisierung nicht nur als so ein Nebenprodukt beschreibt, sondern explizit als einen Teil der Verstofflichung, also ein Teil dieses Sprungs von dem generierten Gefühl zur erlebten Wahrheit, zur Gegentheorie und dann schließlich zum potenziellen, sehr reellen Mob auf der Straße, wenn er sagt, aus meinem Gefühl der Freiheit oder Unfreiheit wird ein Post, eine Nachricht, eine Öffentlichkeit, ein Shitstorm, eine Wahlkampagnentaktik, ein Markt, eine Demonstration, eine Sharing Economy, eine Revolution. Aus mir wird eine verfolgte Gruppe, eine Marke und eine Bewegung. Aus Gefühlen und Affekten werden Personen, Netzwerke, Marken, T-Shirts und Geldwerte. Matter. Und in der nächsten Folge sprechen wir über den deutschen Alex Jones. Und die Leute werden wach und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen. Wenn euch diese Sendung gefällt, empfehlt sie gerne weiter. Nachzuhören unter freie-radios.net unter dem Stichwort Kabale. Kabale mit Q. Dort findet ihr auch die Literaturhinweise und weiterführende Links.